Das ist der Rainer und daneben sitzt der Helmut. Die beiden sind seit weit über 10 Jahren bei den Handballern des HCL Florenz nicht mehr wegzudenken. Sie führen die Fans des HC und der Gäste von ihrem Tisch durch die jeweilige Begegnung der Dresdner. Der eine macht das mit seiner Stimme und seinen Kommentaren und der andere mit der Musik, aber immer mit demselben Elan. Erstens das Publikum, zweitens die Mannschaft als erstes natürlich und natürlich das ganze Flair, was natürlich zum Handballsport gehört. Wenn man selber Handballer ist, dann ist man Urgestein davon und dann ist man dabei. Auch gegen die Mannschaft vom SV Anhalt-Bernburg gingen die zwei wieder engagiert zur Sache. Das war auch bitter nötig. Immerhin trat mit dem Tabellensechsten ein für den HC stets unbequemer Gegner an. Auch wenn man die bisherigen 4 Partien allesamt gewinnen konnte. Die Partie begann aber gleich richtig schwungvoll. Die Gäste wollten zum einen die Energieverbund-Arena stürmen und endlich damit den Bann gegen Elbflorenz brechen, die Gastgeber aber ihre weiße Weste behalten und sich weiter oben in der Tabelle festsetzen und am Ende sogar aufsteigen? Ja, ich denke, momentan stehen wir dort, wo wir hin wollen. Wir wollen auf Platz 1 bis 3. Wir haben einen Kader zusammen, der ist sehr, sehr, sehr ausgewogen. Wir haben alle Positionen doppelt gut besetzt. Wir haben jetzt reagieren müssen durch die Verletzung von Dirk Dessler. Wir werden mit diesem Kader natürlich in dieser Liga und auf diesem Niveau ganz oben mitspielen können. Und ja, alles andere muss sich ergeben. Ich denke, wir können dann vielleicht Weihnachten in etwas sagen. Das sind jetzt noch 6 Spiele, in welche Richtung die Reise gehen kann oder soll. Bis jetzt sind wir absolut in unserem Soll. Das, was wir uns vorgenommen haben, Platz 1 bis 3. Und dann werden wir sehen, was draus wird. Beide Mannschaften agierten von Anfang an äußerst engagiert, aggressiv, bisweilen richtig giftig und so war das Schiedsrichtergespann Laurensch und Lehmann von Beginn an gefordert. Die Teams neutralisierten sich somit beinahe erwartungsgemäß im ersten Spielabschnitt. Auch der Führende in der Torschützenliste der 3. Bundesliga, der Bernburger Steffen Czesinski, war nicht so treffsicher wie gewohnt, was die Dresdner zu nutzen wussten und sich immer mehr in die Partie reinknieten. Ja, dann lobt doch einfach mal die Mannschaft für diese kämpferische Einstellung, dass sie hier gegengehalten haben. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Jede Mannschaft kommt hier und spielt gegen uns ihr Sonntagsgesicht. Mit 100% Konzentration und Einstellung und teilweise überhaupt dreckig. Dennoch stand es zur Halbzeit 17:16 für die Gäste. Im zweiten Spielabschnitt nahmen dann die Bernburger gleich den bis dahin erfolgreichsten Torschützen des HC, Gabriel De Santis, in Manndeckung. Dafür aber sprangen seine Mannschaftskollegen immer wieder für ihn ein. Ich denke, wir haben als Mannschaft sehr gut gespielt. Durch die offene Deckung konnte keiner von uns alleine spielen. Aber wir haben dann als Team gespielt und so kamen wir zu diesen wichtigen Toren. Und das war der Grund, warum wir heute auch gewonnen haben. Bis es mit dem Sieg soweit war, mussten die Elbflorenzler aber noch ein hartes Stück Arbeit hinter sich bringen. Die Gäste bestimmten nach dem Seitenwechsel zunächst das Spiel und konnten in Führung gehen. Und danach versuchten die Sachsen-Anhaltiner, die Begegnung vorzeitig zu entscheiden. Die Dresdner fanden in dieser Phase in der Abwehr nicht so richtig den Zugriff und waren in der Offensive auch nicht richtig effektiv. So setzte sich der SV bis zur 44. Minute auf 3 Tore ab. Dann aber die Aufholjagd des HC. Ja, der Kader ist sehr ausgeglichen aufgestellt. Von daher hat eine mal nicht einen guten Tag, kommt der nächste. Und heute hat es ein bisschen länger gedauert, immer richtig drin war im Spiel, den Kampf angenommen haben. Aber am Ende zahlt sich halt dieser breitere Kader aus. Jeder der in schwarz gekleideten Dresdner versuchte nun mit unbedingtem Einsatz die drohende Heimniederlage zu vermeiden. Allen voran die beiden Nordlichter im Team von Peter Püsal. Tim Philipp Jogeleit mit 8 Treffern bester Werfer bei den Gastgebern und auch Lars Bastian konnten jetzt die Akzente setzen. Ich glaube, wir haben uns am Ende gut bewegt und haben unsere Sache solide gespielt, haben wenig Fehler gemacht. Und wer am Ende dann das Tor macht oder den Pass spielt, ist, glaube ich, relativ egal. Ich glaube, wichtig, dass wir die Nerven behalten haben und einen wichtigen Sieg heute gelandet haben. Am Ende stand dann ein hochverdienter und kämpferisch errungener 33:30 Sieg für den HC Elbflorenz fest. Damit hält die Siegesserie gegen den SV Anhalt Bernburg an. Noch eine schöne Randnotiz übrigens zum Schluss. Wenn auch nur für kurze Zeit, stehen die Handballer des HC Elbflorenz erstmal auf dem 1. Tabellenplatz der 3. Bundesliga. Vielleicht ja auch beim nächsten Heimspiel und dann ganz sicher wieder auch mit Rainer und Helmut.